einzig wahren Hochschul-Game-Show. Und zugegebenermaßen, da haben wir nicht so viel Konkurrenz, aber wir haben uns gedacht, University Future Festival, das ist immer so eine schöne Erfahrung für uns zwei. Ne? Es ist die Community, die wir sehen. Es ist, man hat fast so ein bisschen das Familiengefühl. Es ist so ein Fest, wo man alle zusammenkommt. Und was fehlt bei so einem Fest? Natürlich, das gemeinsame Spielen. Und das holen wir jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal nach. Quasi stellvertretend für alle University Future Festivals davor. Und es geht heute um nichts anderes als die Verteidigung der Campus-Ehrenwürde. Und durch diese Gameshow führt sie ihr Host, Lea Bachus. Einen ganz herzlichen Applaus, bitte. Dankeschön. Und auf der Bühne stehe ich hier heute gemeinsam mit meinem wundervollen Co-Host, Ludwig Lorenz. Und nicht verschweigen möchten wir das Big Brain hinter Campus Clash und den ganzen guten Fragen, die wir hier heute vorbereitet haben und die auch gleich noch unsere ausgezeichneten Teams ins Schwitzen bringen wird. Einen ganz herzlichen Applaus bitte auch nochmal für Kevin im Publikum. Genau, danke Kevin Saukel, dass du uns so bei der Vorbereitung unterstützt hast. Ludwig, wir stehen ja heute nicht alleine auf der Bühne, habe ich gehört. Naja, im Moment ja noch, aber das ändern wir jetzt gleich, oder Lea? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben da ein paar coole Leute, die hier gleich die nächste Stunde mit uns die Bühne rocken. Wen dürfen wir denn da ankündigen? Also als allererstes haben wir jemanden, der Konrektor für Studium und Lehre sehr lange war, bis 2022. Und zwar in Bremen. Ihn selbst hat es für das Studium auch in den hohen Norden gezogen, aus seinem Heimatbundesland Bayern, und zwar nach Kiel. Dort hat er Ökologie studiert. Und mittlerweile ist er Teil des HFD-Kernteams. Einen ganz großen Applaus für Thomas Hofmeister. Und Thomas ist sehr spontan tatsächlich eingesprungen, deswegen nochmal ein großes Dankeschön. Hat uns gesagt, er möchte seinen Teamkameraden Christian Schröder nicht runterziehen damit, dass er jetzt nicht so tipptopp vorbereitet ist. Wir können versprechen, dass du Christian nicht runterziehen wirst, weil Christian leider heute auch nicht dabei sein wird. Das konnten wir also schon mal lösen. Vertreten wird Christian Schröder, der tatsächlich manchmal als VPL an der TU Berlin auch wichtigere Dinge zu tun hat, als in Quizshows aufzutreten. Heute durch den wunderbaren Thorsten Philipp, den wir gewinnen konnten, auch an der TU Berlin beheimatet, forscht zu, habe ich gesehen, Nachhaltigkeitskommunikation und Popmusik. Dazu habe ich auf jeden Fall noch die eine oder andere Frage im Nachgang. Und heute Teil mit Thomas im Community-Team. Ein Applaus. Als nächstes haben wir doch tatsächlich ein Gesicht für unsere Gameshow bekommen, das wir auf keinem University Future Festival missen wollen. Sie ist Projektmanagerin beim CHE, tanzt leidenschaftlich gern und ist in Nachtclubs in Berlin unterwegs. Also wer weiß, ob sie uns morgen Abend erhalten bleibt zum großen Bergfest oder ob da nicht in der einen oder anderen Salsa-Bar sie verschwunden geht. Und sie beschäftigt sich mit Hochschulbildung im digitalen Zeitalter, schaut auf internationale Entwicklung, und mit diesem fachlichen Hintergrund sind wir sicher, dass sie zumindest auf unserem Gameboard ein bisschen herumtanzen wird. Ganz herzlich willkommen an Tina Basner. Und unsere nächste Kandidatin ergänzt unser HFD- und Stifterverband-Team ganz hervorragend. Eine wundervolle ehemals studentische Kollegin von mir, die jetzt seit dem 1.5. unsere neueste Addition ist im HFD-Team, und zwar als Programmmanagerin zum Thema Lernarchitektur. Auch in ihrer Freizeit sportlich unterwegs, kommt ab und an mit der einen oder anderen Blessur von ihren wilden sportlichen Abenteuern bei uns im Büro an, hat aber auf jeden Fall dazu immer eine witzige Geschichte parat. Ich begrüße ganz herzlich Carlotta Esser. Und jetzt kommen wir vielleicht zum gefährlichsten Team, das wir heute eingeladen haben. Und zum wichtigsten natürlich. Nämlich Menschen, die sich von Anfang an mit Hochschulpolitik auseinandersetzen und der Frage, wie wir Digitalisierung an Hochschulen verbessern können, nämlich zu unseren Digital Changemakern. Und da haben wir zum einen Philipp Höhne, der studiert im Master Biochemistry an der TU Berlin und ist jetzt schon beim Präsidium für das strategische Controlling bei der Lehrentwicklung mitverantwortlich.
außerdem begeistert aktiv im Erasmus Plus Student Network und er liebt das Reisen und wir sind gespannt, was er uns davon alles mitgebracht hat und an Wissen mitgebracht hat für diesen heutigen Tag. Einen großen Applaus bitte für Philipp Höhne. Und auch Philipp soll natürlich nicht alleine auf der Bühne sein. Wir haben eine wunderbare Verstärkung aus dem letzten Panel einfach direkt abgegriffen und haben uns gedacht, wer könnte besser hier noch dabei sein als Lea Hildermeier, die neben ihrem Namen auch viele andere Dinge mit mir teilt, auch jetzt DCM tatsächlich, studiert an der Uni Bielefeld Anglistik und Erziehungswissenschaften und ebenso wie ich begeisterter Swiftie. Was könnte da schief gehen? Begrüßen Sie einmal mit mir Lea Hildermeier, bitte. Okay, wir sind vollständig, oder? Erwartest du noch jemanden? Huh? Erwartest du noch jemanden? Haben wir ein Hot Seat aus dem Publikum? Heute nicht. Wir haben uns gedacht, wir lassen euch mal ein bisschen entspannt zuhören. Aber wir haben uns ganz spannende Fragen ausgedacht und ich sage vielleicht mal kurz ein paar Worte dazu, wie es hier weitergehen wird. Zunächst einmal wird es eine Schätzfrage geben, um herauszufinden, welches dieser Teams unsere Quizshow eröffnen wird. Das heißt, Ludwig wird gleich eine spannende tipptopp geheime, nur drei Menschen auf dieser Welt wissen überhaupt, welche Fragen hier heute verkündet werden. Hoffentlich wissen wir die Antwort. Ja, hoffentlich wissen wir die Antwort. Ich hoffe, du hast sie aufgeschrieben. Sehr gut. Wird eine Schätzfrage stellen und das Team, was mit der Antwort am nächsten dran ist, wird heute diese Quizshow eröffnen. Danach wird es eine Hauptrunde geben, in der fünf verschiedene Kategorien von Fragen präsentiert werden. Wir haben jeweils drei Schwierigkeitsstufen für 10, 20 oder 30 Punkte zu vergeben. Die Teams dürfen sich nacheinander eine dieser Schwierigkeitsstufen innerhalb der Kategorien aussuchen, die entsprechende Frage beantworten und, wenn sie richtig liegen, die entsprechende eine Punktzahl mit nach Hause nehmen. Auf unserem Board wird live natürlich auch die Punkteanzahl angezeigt, damit Sie und wir am Ende wissen, wer Master of Campus 2024 wird. Und um das Ganze noch ein bisschen spaßiger zu gestalten, haben wir uns danach noch eine Bonusrunde ausgedacht. Also das Mitfiebern wird groß. Selbst wer jetzt beim Board vielleicht nicht ganz so gut abschneidet, kann am Ende mit der ein oder anderen cleveren Antwort noch einiges rausholen. Und ich würde sagen, wir starten einfach, oder? Dann starten wir. Wir haben hier in dieser Mitte diesen wunderschönen roten Buzzer und tatsächlich möchten wir den einfach nutzen. Das heißt, das Team, was sich gleich als erstes dazu berufen fühlt, genau, erstmal alles zerbrechlich hier in Sicherheit bringen, das Team, was sich gleich als erstes dazu berufen fühlt, die Frage zu beantworten, darf einmal nach vorne laufen, auf diesen roten Buzzer hauen und die Antwort geben. Alle bereit? Okay, alle stehen in den Startlöchern. Ludwig, let's go. Okay, dann ich schaue in die Gesichter und ich stelle die absolut geheime Schätzfrage. Und ich bin schon gespannt, welche Antworten uns jetzt erwarten werden. Wie viele Studierende waren zum Wintersemester 2023/24 an deutschen Hochschulen immatrikuliert? Und wir haben eine Buzzer-Meldung. Dann bitte einmal ans Mikro. 2,9 Millionen. 2,9 Millionen. Wer möchte noch? Tja, kann ich mir das irgendwo aufschreiben? Haben wir einen Stift? Gibt es einen Stift im Publikum? Yes, dankeschön. Weitere Antworten. Auf den Buzzer bitte. Tina. Also ich halte viel von Thomas Hoffmeister und weiß, dass der viel weiß. Deswegen sage ich jetzt mal 2,85 Millionen. Oh, okay. Philipp. Ja, wir haben uns auch entschieden, wir sagen 2,71 Millionen. Okay, sehr spezifisch. Ludwig, löst du auf für uns? Ich löse sehr, sehr gerne auf. Und ich muss sagen, ich finde das auch interessant, strategisch, das kann man ja auch erstmal anerkennen. Ist vielleicht gar nicht clever, immer als erstes zu antworten. Ne? Aber da hatten wir natürlich den roten Buzzer als psychischen Trick mit eingebaut. Also Lea, wie du siehst, er hat sich ausgezahlt. Und tatsächlich am nächsten dran, an der tatsächlichen Zahl von immatrikulierten Studierenden, das sind 2,8695 Millionen Studierende. Ist das AfD-Team mit 2,85 Millionen. Einen herzlichen Applaus. Das bedeutet, dass das AfD-Team beginnen kann. Deswegen bitte ich euch einmal, hier bitte an Platz den Tisch zu nehmen. Ja. Die Studierenden. Mit 2,71 Millionen seid ihr am weitesten daneben. Oh.
Und, ui. Aufpassen. Ich hatte schon eins angefangen. Okay, sind alle Wasserflaschen verteilt? Fühlen sich alle wohl an Ihrem Tisch? Dann würde ich sagen, es geht los. Und wir starten direkt in die Hauptrunde. Wir haben uns einen Haufen lustiger bis kurioser Fragen ausgedacht. Wie das jetzt gleich ablaufen wird, ist, dass ihr euch aus allen Kategorien eure Fragen aussuchen dürft. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Dann bitte einmal das Board auf die Präsentation. Und wir haben uns natürlich keine Kosten und Mühen scheuen gelassen, sondern dabei tatsächlich auch eine ganz eigene Webanwendung geschrieben, mit der das Ganze jetzt live übertragen wird. Das bedeutet natürlich auch, dass wir hier für alle Fehler haften, die dabei passieren könnten. Aber jetzt in der Technik wird gleich der Bildschirm geteilt und perfekt. Wir sehen Campus Clash. Wir sind ready. Seht ihr auch den Bildschirm? Ja. Sehr gut. Dann bitte jetzt einmal auf Jetzt starten klicken. Und wir können loslegen. Und wir sehen das Board. Genau. Einmal jetzt starten bitte. Perfekt. Okay, wie ihr seht, haben wir 5 spannende Kategorien uns ausgedacht, die einfach mit dem Studileben sehr verankert sind. Also ich glaube, das kennen alle hier, die schon mal eine Uni betreten haben. Die erste Kategorie ist Studi-Lifestyle. Die zweite, Seminar, weil wir immer noch das Hochschulforum Digitalisierung sind, natürlich Hybrid. Die Mensa, gefürchtet, aber auch geliebt. Das Vorlesungsverzeichnis, vielleicht eines der wichtigsten Tools während des Studiums. Und das Prüfungsamt, vielleicht eher gefürchtet als geliebt. Meine persönliche Lieblingskategorie. Deine persönliche? Okay. Ja. Ich bin gespannt. Okay, Tina, Carlotta, habt ihr euch Gedanken gemacht? Was möchtet ihr? Ja, wir sind noch dabei zu überlegen zwischen Seminarhybrid und Studi-Lifestyle. Wir haben ein bisschen Angst, dass da drüben Studi-Lifestyle gewählt wird und damit große Punkte bekommt. Das könnt ihr den natürlich vermiesen. Wofür bist du denn? Ich lass dich entscheiden. Ja, strategisch wieder eine schwierige Frage, aber ich persönlich bin großer Fan von hybrider Lehre, deswegen lass mal mit Seminar-Hybrid starten. Dann gehen wir auf Nummer sicher, würde ich sagen. Wie viele Punkte möchtet ihr denn verdienen? Direkt die 30, oder? Ja, all in. Ich würde sagen, hier werden Kampfansagen getätigt. Ja, natürlich. Okay, 30 Punkte, Seminar Hybrid. Bitte einmal einloggen. Okay. Ludwig, stell bitte einmal die Frage für unser Team vor. Die Frage für das HFD-Team lautet, welche Seminarbezeichnung ist nicht frei erfunden? Ist das A, die platte Lust, mein Herr, ist nicht des Faust Sache, Goethes literarisches Lieben und Leben? Oder ist es B, von Tinte zu Bytes, die Evolution des Schreibens im digitalen Zeitalter? Oder ist es C, zwischen Pornorap und Hollywood-Kitsch, Darstellung von Liebe in Literatur und Film in den Nullerjahren? Oder ist es vielleicht doch D, She's the Man, die subversive Darstellung von Geschlecht in Coming-of-Age-Komödien der frühen 2000er Jahre? Nur einer dieser Arbeitstitel gibt es tatsächlich wirklich. Die anderen haben wir uns ausgedacht. Ja, viel Spaß dabei gehabt. Es gibt 60 Sekunden Zeit, die laufen ab jetzt. Bitte beratet euch. Und 30 Punkte für die richtige Antwort. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum 30 Punkte. wir sind so zwischen A und D. Es gibt nicht so eine, wie bei Wer wird Millionär, so eine Auswahl, oder? Nee, sorry. 50-50 Joker heute alle verbraucht. Okay, meine Einschätzung ist D tatsächlich. Ja, ich schwanke noch so ein bisschen zwischen A und D. Ich finde, die könnten definitiv alle echte Seminarbeschreibungen sein. Ich habe ein bisschen eine Tendenz für A. Ja, wieso D? Ich habe ein bisschen Schiss bei D, dass das vielleicht von Lea kommen könnte. Dementsprechend vielleicht doch auch A. Ja? Okay, dann würde ich sagen, wir loggen A ein, oder? Ja. Genau, die platte Lust. Dann loggen wir bitte einmal A ein. Und jetzt, richtig wäre gewesen zwischen Pornorap und Hollywood-Kitsch. Schade, schade. Ich sehe schon, im Publikum ist entweder jemand, der das besucht hat oder auf jeden Fall große Freude. Welche Uni war das denn? Das muss uns Kevin beantworten. Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Das klären wir dann nachher. Alles klar, perfekt. Dann geht es direkt weiter ans nächste Team. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Habt ihr euch schon beraten? Was möchtet ihr auswählen? Wir haben uns noch nicht beraten. Was wollen wir denn nehmen?
Wollen wir mal Mensa nehmen oder sowas? Ich bin nicht so der häufige Mensa-Gänger. Ich auch nicht, deswegen können wir reden. Ich bin absoluter Kaltstart. Also, ja, let's go. Also, im Publikum wird schon wild mit abgestimmt. Wir machen mal Mensa, ja. Wir sind aber nicht ganz so wagemutig wie ihr. Ja. Da müssen wir nur noch wissen, Mensa. Mensa, wie viele Punkte? 20. Einmal bitte Mensa 20 Punkte. Mensa 20 Punkte. Und eure Frage, Lea. Und zwar, welche Universität hatte einen eigenen Online-Burger-Generator, in dem man seinen eigenen Burger zusammenstellen konnte? War es A, die Universität der Künste, Berlin, wo auch sonst, B, die Universität Trier, C, die Universität zu Köln oder D, die LMU München? 60 Sekunden Zeit ab jetzt. Also ich möchte meine Heimatstadt nicht beleidigen, aber ich glaube, die LMU München ist zu konservativ, um einen Online-Burger-Generator zu installieren. Ja, dann würde ich mich auch anschließen. Ich habe selbst in München studiert und habe die Mensa in so schlimmer Erinnerung, dass ich ihr keine Burger zutraue. Universität der Künste kann es auch nicht sein, das hätten wir mitbekommen. Wir teilen uns immerhin eine Mensa bzw. einen Campus. Oh, dann wird es ja richtig schwierig. Ich habe gedacht, so Künste. Köln noch, also als Alternative. Ja, dann jetzt bin ich. Also Trier, das liegt mir zu sehr in der. Hinter den sieben Bergen, weißt du. Sehr Mosel-fränkisch. Also genau. Burger passen auch nicht zu Mosel. Ja. Köln? Ja. Okay. Also, wir loggen bei Köln ein. Wir loggen ein, C, Universität zu Köln. Und nein! Und wir müssen wohl leider doch den guten Moselwein rausholen zum Burger, denn in Trier gibt es einen Burger-Generator. Aber gut zu wissen, wo ich nicht in die Mensa gehen sollte, dankeschön. Okay, unser Studi-Team, was möchtet ihr? Ja, wir können jetzt die offensichtliche Wahl nehmen. Natürlich. Und da versuchen, richtig Punkte zu machen. Was ist deine Meinung dazu? Also ich habe ein bisschen Hunger, deswegen würde ich eher die Mensa einloggen. Und, ja. Traust du dir zu? Ja. Also 30 Punkte Mensa. 30 Punkte Mensa, auch hier viel Mut. Welches Mensa-Gericht wird tatsächlich an einer deutschen Hochschule serviert? Kürbisrisotto mit veganem Ziegenkäse und karamellisierten Haselnüssen. Rote Beete-Brownies mit Meerrettich-Walnusssahne. Glutenfreie Süßkartoffelwaffeln mit Ahornsirup und Bacon. Oder Shepherd's Pie aus Sonnenblumenhack, dazu Karottensalat mit Haselnüssen und Orangenmarinade. Philipp, hast du immer noch Hunger? Ja. Okay, 60 Sekunden Zeit, um zu entscheiden, was ihr gerne essen würdet. Ja gut. also Ziegenkäse, Kürbisrisotto, klingt gut. Finde ich auch. Also bei D wäre ich raus. Meine Uni würde allein da schon 5 Rechtschreibfehler reinhauen und das würde nicht auf dem Menü landen. C halte ich auch für unwahrscheinlich. Ja, und B klingt für mich so, als hätte man an so einem Rad gedreht und einfach so verschiedene Varianten zusammengepackt. Vegane Brownies kenne ich. Auch das gibt es in Mensen. Ja, ja, okay. Aber ich glaube A tatsächlich. Wir wagen es mal. Okay, wir loggen ein. A. Und ich sehe schon... Und vielleicht ist die Bonusrunde doch gar nicht so schlecht passiert. Okay. Liebes HFD-Team, also ihr habt gesehen, alle Chancen sind noch da für euch. Sucht euch gerne eine Kategorie aus und vielleicht seid ihr die Ersten, die jetzt ein bisschen Vorsprung vorlegen können. Also wir haben uns gerade beraten und so weit weg ist der Study Life Cycle ja von uns beiden auch noch nicht. Deswegen würden wir Study Life Cycle mit 20 Punkten nehmen. Schade, dass wir diese Kategorie heute gar nicht im Angebot haben, aber ich kann euch Study Lifestyle vorschlagen. Als unsere Bonuskategorie quasi ganz links. Einmal Study Lifestyle für 20 Punkte bitte. An der Stelle ist vielleicht zu bemerken, dass wir das hier auch noch mal ein bisschen größer vielleicht das nächste Mal als Monitor aufstellen. Eure Frage, welches Fach studiert ein Langzeitstudent an der Uni Kiel im 100. Semester? Ist es A, Germanistik auf Lehramt? Ist es B, Medizin? Ist es C, Soziologie? Oder ist es D, theoretische Physik?
60 Sekunden. Das ist spannend. Ich hab selber an der Uni Kiel studiert im Bachelor. Im 100. Semester. Nicht im 100. Semester tatsächlich, aber ich habe davon gehört tatsächlich. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es klingelt bei Medizin. Aber Soziologie wüsste ich, habe selber Soziologie in Kiel studiert, glaube ich. Gut, ich hätte jetzt auf Soziologie getippt, weil ich auch aus Soziologie komme und ich mich selber kenne und ich weiß, wie viele Semester ich gebraucht habe. Aber wenn du an der Universität studiert hast, dann vertraue ich dir da mal und wir loggen B ein, würde ich sagen. Wir loggen B ein, Medizin. Oh, sollten wir vielleicht uns nochmal Gedanken machen darüber? Okay, du. Oder sind die vielleicht einfach... Herzlichen Glückwunsch. Wir haben Gunther. Wir haben ja heute ein gemeines Publikum hier. Ja. Ich glaube, das Publikum ist Thomas, nicht auf unserer Seite. Thomas, du hast auch in Kiel studiert. Hättest du es gewusst? Das ist richtig. Ich hätte es nicht gewusst. Oh, okay. Also nochmal größeren Applaus bitte nochmal an Tina dafür. Sehr gut gemacht. Es geht weiter zum nächsten Team. Okay. Habt ihr euch Gedanken gemacht? Was dürfen wir für euch einloggen? Wir gehen mal ins Vorlesungsverzeichnis. Ihr traut euch ins Vorlesungsverzeichnis. Wie viele Punkte dürfen wir anklicken? Gehen wir mal auf 30. Auf 30. Oh. 30 Punkte. Ludwig, die Frage. Die Frage für euch lautet, wie hoch ist der durchschnittliche wöchentliche Zeitaufwand für das Studium? Liegt er A bei 20,2 Stunden? Liegt er B bei 34,6 Stunden? Liegt er C bei 39,3 Stunden? Oder liegt er D bei 28,8 Stunden? Das ist aber wirklich schwierig. Das ist der durchschnittliche wöchentliche Zeitaufwand. Wir können leichter sagen, wo er liegen sollte, nach Bologna und ECTS. Darüber wollen wir heute nicht reden. Naja, und für welches Fach wäre auch noch die Frage. Medizin im 100. Semester ist es nicht. Das ist fast anzunehmen, ja. Ja, okay, also 20 ist ein bisschen wenig, ne? Also 20 ist viel zu wenig, nein. Das ist ein bisschen peinlich, okay. Was... Ich weiß nicht, für wen das peinlich wäre. Für uns beide jetzt am wenigsten, aber... Ja, okay. 38, 39, 3 ist ein bisschen viel vielleicht, oder? 39, 3 finde ich jetzt auch übertrieben. Genau, also irgendwo in der Mitte. 28 oder 34 haben wir dann noch. Ich wäre eher für 34,6 Stunden. Das ist so schön. Das addiert sich auch so schön. Noch 10 Sekunden. Ja, okay, gut. Dann machen wir mal B. Wir loggen B ein. 34,6 Stunden. 34,6 Stunden. Ist das die richtige Antwort? Und sie ist es! Ja! Herzlichen Glückwunsch zu euren ersten Punkten. Und dabei eine 30-Punkte-Frage. Sehr gut gemacht. Jetzt ist der Druck für das Studi-Team natürlich noch mal größer geworden. Ich frag mal, Lea, Philipp, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr schon am Zittern? Ein bisschen, ja. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt ordentlich Punkte hier holen müssen, entscheiden wir uns für die 30 bei Studi-Lifestyle und hoffen jetzt einfach mal, dass wir uns nicht blamieren. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Wie viele Formblätter gibt es für den BAföG-Antrag und wie viele Seiten haben diese zusammengefasst? Ich hoffe, das löst jetzt bei niemandem hier richtig was Schlimmes aus. A, 9 Formblätter und 31 Seiten. B, 6 Formblätter und 17 Seiten. 12 Formblätter und 45 Seiten. Oder D, 6 Formblätter und 25 Seiten. Beratet euch. Okay, Habt ihr schon mal einen ausgefüllt, vielleicht als erste Frage? Tatsächlich okay, nicht. Wir haben das passende Team erwischt. Das passende Team. Ja. Aber schön zu sehen, der Bürokratieaufwand. Also es ist eine deutsche Bürokratie, das heißt, es werden viele Blätter sein. Genau, aber dennoch ist, glaube ich, 12 Formblätter und 45 Seiten doch sehr hochgegriffen. Ja, das stimmt. Wir wollen auch Papier sparen. Also, das ist vielleicht digitalisiert, das haben wir jetzt nicht miterfasst. Wie wäre es mit D? Ja, sehe ich. Sehe ich auch. 17 Seiten ist ein bisschen wenig. 31 ist ein bisschen viel. Also D würde ich fast sagen. Dann loggen wir D ein. Wir loggen ein. D, 6 Formblätter und 25 Seiten. Und leider mehr Bürokratie als gedacht. Aber vielleicht hätten wir es erwarten können.
Okay, damit haben wir einen Zwischenstand. Team A, das HFD-Team, hat bisher 20 Punkte, das Community-Team 30 Punkte und die Studis haben gleich noch die Möglichkeit aufzuholen, würde ich sagen. Okay, weiter geht's. Nächste Frage für euch. Carlotta, Tina. Ja, also es hat sich bis jetzt noch niemand ans Prüfungsamt gewagt und dementsprechend gehen wir auch aufs Prüfungsamt. Meine alte Mitbewohnerin in Köln hat dort mal gearbeitet als Werkstudentin. Vielleicht habe ich ja damit irgendwie ein bisschen Glück. Du sagst 30? Ich bin immer für Risk. Also dann machen wir No Risk, No Fun. 30 no risk, Punkte. No fun. Also wir hatten ja gerade eine Bürokratiefrage, ob das jetzt die gute Entscheidung ist, gleich auf 30 Punkte zu gehen. Das sehen wir gleich, würde ich sagen. Loggen wir ein. Welche Verordnung, Satzung, Anweisung ist frei erfunden? A. Richtlinien für den Umgang mit KI-basierten Sprachmodellen, Textgeneratoren in der Philosophischen Fakultät der Universität Siegen. B. Richtlinie der Johann Wolfgang Goethe-Universität für die Errichtung eines Tierschutzausschusses nach § 6 der Tierschutzversuchstierverordnung. Ich bin immer noch froh, nicht Jura im Nebenfach gemacht zu haben nach all diesen Dingen. C. Strahlenschutzanweisungen für Tätigkeiten in fremden Anlagen und Kontrollbereichen von der Universität Konstanz. Oder D. Die Richtlinie der LMU in München zur Einhaltung von Datenschutzstandards bei der Nutzung biometrischer Identifikationstechnologien. Und wohl so gemerkt, viel zum Thema Bürokratie. Das ist nur der Titel. Das ist noch nicht die ganze Ordnung, ne? Und das nur eins? Eins davon ist frei erfunden. Eins davon ist frei erfunden. Die anderen drei, mit denen darf man sich tatsächlich befassen. Wow, okay. Ich würde sagen, D ist nicht frei erfunden. Das gibt's, oder? Datenschutzbestimmung ist generell ein sehr großes Thema. Und die anderen muss ich mir nochmal... Also ich denke auch, dass es die Strahlenschutzanweisung in Konstanz gibt. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, A und B. Bei A geht es um KI, das absolut valid könnte sein. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob es das an der Uni Siegen nun gerade schon gibt. Ist jetzt so ein bisschen take a guess. Und B mit der Tierschutzversuchstierverordnung. Also es hört sich schon wieder so verrückt an, dass es auch sein könnte. Aber so von der... Ausgedacht. Aber auch gut ausgedacht, damit es ein bisschen auch lustig klingt. Aber es wäre auch lustig, wenn es das wirklich gäbe. Entscheidet euch bitte jetzt. Okay. B. Ja, die Tierschutzverordnung. Alles klar. Dann loggen wir ein. Tina und Carlotta glauben, es gibt keine Tierschutzverordnung an der Goethe-Uni. Und wir müssen euch enttäuschen. Tierschutz ist wichtig, Datenschutz vielleicht weniger. Okay, wir gehen weiter. Thomas, Thorsten. Wir machen mal beim Prüfungsamt weiter und gehen auf die 20. Alles klar, wir jetzt arbeiten uns langsam nach unten hier. Werden die kleinen Brötchen gebacken? Alle 30 Punkte fragen sich. Die großen sind ja schon gegessen. Eure Frage lautet, welche Abschlussarbeit gab es wirklich? Ist es A, die Simpsons, Springfield und die USA, was wirklich hinter der gelben Kleinstadt steckt? Ist es B, von Gotham bis Metropolis, die Architektur fiktiver Städte und ihre Einflüsse auf die moderne Stadtplanung? Ist es C, Harry Potter und die Kammer der Wirtschaft, eine makroökonomische Analyse? Ist es D, Game of Thrones, die politischen Strategien von Westeros und ihre Parallelen in der Weltgeschichte? Hat da etwa jemand Game of Thrones nicht gesehen? Hättest du die Frage vorlesen müssen, glaube ich. Also ihr wollt uns jetzt wirklich weismachen, dass es drei davon nicht gibt? Ja. Ja, also ich würde mal die gelbe Kleinstadt ausschließen. Das klingt irgendwie mir zu pauschal, was wirklich dahinter steckt. Das ist irgendwie keine, würde ich als Dozent nicht akzeptieren, als wissenschaftliche Frage, was dahinter steckt. Okay. Also das ist, mir gefällt ja B irgendwie sehr gut. Ja, hatte Metropolis Einfluss auf moderne Stadtplanung? Also kann man da wirklich was schreiben? Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht kommt ja bei der Analyse raus, dass es keinen Einfluss hatte.
Ja, dann ist aber die Arbeit ein bisschen witzlos. Ne? Oder? Also, das ist auch eine wissenschaftliche Leistung, hallo. Witzlose Wissenschaft gibt es auch, stimmt ja. Also von Harry Potter habe ich zu wenig Ahnung, muss ich sagen. Ich bin kein... Ist mir zu wenig Makroökonomie drin. Okay. Bitte entscheidet euch und innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Game of Thrones. Also ich wäre eher bei Game of Thrones dabei, muss ich sagen. Wirkt auf mich. Let's go. Bitte, dann D. Gehen wir auf D. Okay, wir loggen ein. Game of Thrones. Und ich habe das Gefühl, wir müssen hier einen Fantasy-Nachholkurs für alle anbieten. Eingeloggt ist D und tatsächlich richtig ist leider A. Gerade die Arbeit, die ihr nicht zugelassen hättet. Jemand anderes ist wohl doch auf die Idee gekommen und tatsächlich gibt es die. Es geht weiter. Liebes Philipp, Lea. Ihr habt jetzt wieder die Chance aufzuholen. Und wir möchten euch die Möglichkeit geben, geht ihr mit einer 10-Punkte-Frage jetzt erstmal wieder leicht ran ins Spiel oder holt ihr euch eine der letzten bleibenden 20-Punkte-Fragen? Wir werden uns eine der letzten beiden 20-Punkte-Fragen holen. Und die Seminar-Hybrid-Frage würden wir gerne uns auswählen. Seminar-Hybrid für 20 Punkte bitte einmal in die Regie. Und wir haben für euch die Frage, was war der Guinness World Record im Jahr 2002 für die längste Vorlesung der Welt? War der an der Universität Duisburg-Essen mit 32 Stunden? War er an der Goethe-Universität Frankfurt mit schlappen 50 Stunden? War er an der Fachhochschule Trier mit 52 Stunden? Oder dann doch an der Freien Universität zu Berlin mit 75 Stunden eine Vorlesung? Die Frage an euch. Um welche Vorlesung handelt es sich? Ah, wird nicht verraten. Schade. Das ist eurer Fantasie überlassen. Also wissen tue ich es einfach tatsächlich nicht. Zufällig. Wer hätte es gedacht? Wart ihr nicht anwesend? Nee, da nicht. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer damit, mir da was zu überlegen. Welcher Uni trauen wir das denn zu vielleicht? Also ich glaube FU nicht. Sorry. Ich weiß nicht, Kevin kommt, glaube ich, aus Frankfurt, deswegen könnte man halt überlegen, ob er halt das irgendwie dort irgendwo aufgeschnappt hat. Aber wir machen so Metagaming jetzt. Ja, genau. Also du musst ja irgendwie auch hier seine Vorteile nutzen, ja, ja. Ne? Weil Kevin ist auch bei den DCMs mit dabei. 32 ist ganz schön wenig. Ja. Also oder halt C. Du meinst, für 32 Stunden lohnt sich es gar nicht in die Vorteile. Ja, also wirklich, ja, also. Sorry. B. Wir nehmen mal B. B. Ist das ja die finale Antwort? Wir nehmen B. Okay, ich komme mal zu euch und wir loggen ein, B in der Regie. Und jetzt schauen wir doch mal, ob es sich dabei um die richtige Antwort handelt. Einmal B bitte einloggen. Und es tut Trier. Mir leid. Es tut mir leid. Trier, also hätten wir doch auf den Wein schwören sollen schon wieder. Zu sein. Ja. Ja, da kriegt man Burger und lange Vorlesungen. Wir wissen es nicht. Okay, es geht weiter. Carlotta, Tina, was meint ihr? Wie zu erwarten war, wir gehen für das Risiko und nehmen hoffentlich die nächsten letzten 20 Punkte mit hier. Alles klar, dann nehmen wir die 20 Punkte aus dem Vorlesungsverzeichnis. Welchen Studiengang gibt es nicht? Space Master, Uni Würzburg, Körperpflege an der TU Darmstadt. Ich mache darüber keine Witze. Angewandte Freizeitwissenschaft an der Hochschule Bremen. Oder Tiefsee-Agrartechnik an der FH Kiel. Welchen Studiengang gibt es nicht? Also mein Bruder hat lange direkt neben der FH Kiel gewohnt. Deswegen würde ich sagen, das gibt es. Das weiß er, weil er daneben gewohnt hat. Ja, weil genau. Er in der Tiefsee gewohnt hat. Außerdem habe ich mal ein Snowboard an den Präsidenten der FH Kiel verkauft. Also alles Indizien. Okay. Ich würde fast sagen, Körperpflege vielleicht? Ja, boah, ich glaube irgendwie tatsächlich, Körperpflege ist nicht ausgedacht. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass, wirklich, ist so, schwierig. Das ist also Ausschlussprinzip, angewandte Freizeitwissenschaften, würde ich ziemlich sicher sagen, gibt es? Das könnte ich mir auch vorstellen, das gibt es. Also Space Master oder Körperpflege. Ja, und Space Master könnte halt auch irgend sowas Weltall-Technology noch irgendwie sein. Noch 5 Sekunden, entscheidet euch bitte. Okay, du. Ich gebe die Verantwortung ab. Okay, ich sage... Tina. Körperpflege. Körperpflege gibt es laut Tina nicht. Bitte einmal B einloggen. Wir werden sehen.
Und deine Kontakte nach Kiel würde ich noch mal überprüfen lassen. Denn tatsächlich kann man dort nicht Tiefsee-Agrartechnik studieren. Schade ist es. Okay, Thorsten, Thomas, ihr könnt euren Vorsprung ausbauen. Schade, dass wir diese Frage nicht gewusst haben. Dann bleibt uns ja im Vorlesungsverzeichnis nur noch die 10 übrig. Die nehmen wir dann auch. Alles klar, 10 aus dem Vorlesungsverzeichnis. Was ist die Hauptmotivation der Studierenden für die Wahl ihrer Hochschule? Ist es A, die Attraktivität von Stadt und Umgebung? Ist es B, Tradition und Ruf der Hochschule? C, die Nähe zu Familie und FreundInnen? Oder D, die gewünschte Fachrichtung? Wonach wählen Studis ihre Hochschule aus? Die meisten bleiben da, wo sie sind. Aber warum? Das könnt ihr euch auch fragen, aber die Antworten verändern sich dadurch nicht. Genau, leider. Also ich finde ja C dann irgendwie schon relativ gut dafür. Ja, also ich habe mich damals nach A entschieden. Ich weiß aber aus Gesprächen mit Studierenden, dass das so im Kurs ein bisschen sinkt. Und genau, ne? Also A ist es nach meinen Eindrücken aus Gesprächen mit Studierenden eher nicht mehr. Und wir beide, wir hoffen immer, dass es Tradition und Ruf der Hochschule ist. Aber ich glaube, das hofft jede Hochschule. Ja, wobei, ich würde schon vielleicht noch B eine Chance geben, aber wenn du sagst, C ist aus deiner Sicht... Entscheidet euch also bitte ich kenne jetzt schon auch viele, die C... Ja. Also gehen wir an B. C, Entschuldigung, Nähe zu Familie und Freunden. Nähe zu Familie und Freundinnen. Es ist die gewünschte Fachrichtung. Tatsächlich. Und damit bleibt noch alles offen und ich übergebe an Ludwig und unsere Studis. So, liebe Studierende, welche von den 10 Punkte-Fragen soll es denn sein für euch? Ja, wir haben gerade insoweit gesprochen, dass wir schon einfach jetzt gerne 10 Punkte hätten, ja. Weil sonst ist echt peinlich. Ja. Und unser letzter Stand war Studi Lifestyle, sind wir da noch d'accord? Das klingt sehr strategisch für mich. Das könnte keine schlechte Entscheidung sein. Deswegen loggen wir für euch ein. 10 Punkte, Studi-Lifestyle. Und mal sehen, welche Frage euch erwartet. Liebes Studi-Team, das ist eure Frage. Wie viel Prozent der Studierenden sind verheiratet? Sind es A 5,5%, B 12,4%, C 9,8%, D 13,2%. Los ich würde so weit anfangen zu überlegen, das ist aber reines Bauchgefühl zu sagen, dass es unter 10% sind. Bleibt also A und B, das ist aber meine Einschätzung. Was sagst du dazu? Ich glaube, ich würde dir recht geben, aber trotzdem, genau, das ist, glaube ich, sehr schwer. Also ich kenne, glaube ich, genau einen Kommilitonen, der geheiratet hat, wo er noch Studi ist. Das würde dann eher für 5,5 sprechen. Das ist so ein bisschen fies, weil das halt die geringste Anzahl ist und man könnte sich verleiten lassen. Aber wollen wir das wagen? Ich wäre auch für A dann. Ja, wir wagen es. A, 5,5%. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da auch Promotionsstudierende mit eingezählt haben. Oder und der Langzeitstudent im 100. Semester. Das haben wir nur einer gewesen im 100. Semester. Und die Fernstudies wird hier gerade eingeworfen. Leider wären es 9,8% gewesen. Aber es gibt ja noch die Bonusrunde. Genau. Noch ist nichts verloren. Wir geben weiter an das Team HFD. Wir sind gespannt. Welche Kategorie möchtet ihr euch auswählen? Wir hatten Mensa noch nicht, deswegen nehmen wir jetzt mal die 10 Punkte bei der Mensa. Ich habe die Mensa oft besucht. Mal schauen. Okay, Mensa ein Muss. 10 Punkte bitte einloggen für die Mensa. Das ist eure Frage. Oh, Prozent schon wieder. Wie viele Studierende nutzen durchschnittlich die Mensa mindestens einmal in der Woche? Irgendwie eins ist unsere Prozentleiste, kann das sein? Ja, ja, wir ja. haben viele Prozentfragen heute. Wir dachten, wir machen das mal Daten, Fakten, Zahlen. Das muss ja irgendwie einfach sein. Genau. Ist es A 54,4%, B 60,5%, C 39,3%, D 76,2%? Eure Frage, wie viele der Studierenden nutzen durchschnittlich die Mensa mindestens einmal die Woche? Also, um nochmal so zurückzublicken, die Mensa war immer poppenvoll, aber D erscheint mir doch trotzdem zu viel, C aber zu wenig. Deswegen würde ich bei A oder B, es ist nur einmal die Woche, mindestens einmal die Woche, bei B, oder? Wäre meine Tendenz.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich denke, es sind aktuelle Zahlen, ja. Also irgendwie jetzt aus den letzten ein, zwei Jahren, wo wir wieder auch präsent nicht haben. Aus den 90ern. Nicht aus den 90ern, genau. Ja, ich würde, ich meine, A und B liegt super dicht zusammen, aber ich würde auch sagen, why not 60%? Ja. Schon convenient, Essen einfach zu bekommen, ne? Hinzugehen und sich das zu holen. Also 60%. Wir haben nur aktuelle 5. Zahlen und wir schauen mal, ob euer Bauchgefühl dafür stimmt. B, 60,5% ist eure Antwort. Nein! Ah, es wären gewesen 54,4%. Knapp daneben, aber auch vorbei. Es sag mal, wollt ihr lieber Prüfungsamt oder Seminarhybrid? Ist das jetzt der Verliererbonus hier? Nein, das war nur Freundlichkeit. Aber gut, wenn du das nicht willst, dann nehmen wir Prüfungsamt. Okay, alles friedlich bitte hier. Einmal 10 Punkte Prüfungsamt für die Community-Gruppe. Eure Frage. Was war die kürzeste jemals abgegebene Doktorarbeit? Waren es A, 1,5 Seiten, B, 3 Seiten, C, 6 Seiten oder D, 8 Seiten? Wir müssen dazu sagen, eine der Antworten stimmt, ne? Ja. Völlig klar. Ich bin für 3 Seiten. Ich habe im Doktorandenkolloquium mal irgendwie diesen Joke gehört von meinem Professor, dass man das auch auf 1,5 Seiten machen kann oder irgendjemand das angeblich mal gemacht hat. Abgegeben heißt vielleicht auch noch nicht unbedingt bestanden. Von daher 3 oder 1,5? Schwer zu sagen. Ich denke mir, also ich bin ja Geisteswissenschaftler, irgend so ein Naturmensch. Geisteswissenschaftler ist mit 3 Seiten schon schwierig, ne? Eben, das ist schwierig, aber irgend so ein Mathematiker, der komische Formel, das kriegt er auf 1,5 Seiten hin. Ja, aber er muss ja auch eine Einleitung schreiben. Eine Seite Einleitung, eine halbe Seite Formel. Oder man lässt die Eleganz der Mathematik ganz für sich sprechen. Wir brauchen wofür eine entscheidet Antwort. Ihr euch? Also ich bin für die 1,5, aber let's go, dann 3. Okay. Ich brauche eine gemeinsame Antwort vom Team, bitte. 3 Seiten. 3. Okay, Seiten. Wir loggen 3 Seiten ein. Und wir sehen, das ist richtig. 10 Punkte fürs Community-Team. Damit führt ihr mit 40 Punkten. Aber wir haben ja noch eine Frage übrig an die Studierenden. 10 Punkte sind mehr als 0 Punkte. Seminarhybrid, los geht es. Eure Frage, liebes Studi-Team. Welches Studienfach hat die zweitmeisten Studierende in Deutschland? Ist es A, Informatik, B, Rechtswissenschaft, C, Betriebswirtschaftslehre oder D, Psychologie? Es geht um die zweitmeisten Studierenden, nicht um die meisten Studierenden. Ihr dürft anfangen. Okay. Für welches? Also ich glaube, Rechtswirtschaft und Rechtswissenschaften und Psychologie sind beide NC-Studiengänge. Von daher würde ich sagen, es ist schwieriger reinzukommen. Mhm. Und aus eigener Erfahrung, zumindest von der TU, kann ich sagen, dass Informatik und BWL sehr beliebt sind. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist beliebter, genau. Also ich würde C tatsächlich als auf Platz 1 setzen und damit für unsere Antwort ausschließen und wäre eher bei A oder D. Bei A oder D tatsächlich, warum D? Habe ich selbst mal studiert und keine Ahnung, vielleicht ist es so fachliche Nähe noch, weiß ich nicht. Wie viele Leute haben angefangen? Also ich habe es halt auch abgebrochen. Gut. Zählt in die Statistik mit rein, würde ich sagen. Entscheidet euch bitte für eine Antwort. Ich würde C sagen, ist die richtige Antwort tatsächlich. Betriebswirtschaftslehre. Du kannst halt, ja, also gut, dann machen wir jetzt mal C, ne? Dann nehmen wir mal C. Alles klar. Moment. Ein Moment. Wir haben noch einen Moment Zeit. Oder Informatik? 3 Sekunden, Philipp. Denke ich, oder, Lea? Okay, dann nehmen wir BWL. Was nehmt ihr? C. C? Okay, C. C als definitive Antwort. Es geht um 10 Punkte. Und es ist die Informatik. Was sollen wir sagen? Aber nicht den Kopf verlieren, denn wir kommen jetzt noch zu dem Part, wo alles möglich ist. Fast alles. Lea, möchtest du kurz die Bonusrunde unserem Teams erklären? Okay, Ludwig hat jetzt den schwierigeren Job von uns beiden, denn er muss rechnen. Ach.
Deswegen lese ich jetzt was vor. Und zwar haben wir jetzt ein paar Fun Facts zusammengesammelt, die entweder wahr oder falsch sind. Wichtig. Jedes Team darf gleich per Handzeichen anzeigen, ob ihr denkt, dass dieser Fakt, den ich euch vorlese, wahr ist. Dann dürft ihr einmal die Hand heben. Oder nicht, dann nicht die Hand heben. Wenn dieser Fakt wahr ist und eure Antwort richtig, bekommt ihr 10 Punkte. Wenn dieser Fakt falsch ist und eure Antwort richtig, bekommt ihr 10 Punkte. Was passiert, wenn eure Antwort falsch ist? Dann bekommt ihr wie viele Punkte? Genau. Nein, wir ziehen hier keine Punkte ab. Ich merke schon, das Publikum ist emotional stark involviert. Wie lange dürfen wir denn überlegen? Ihr dürft genau 10 Sekunden ungefähr überlegen. Okay, sind alle bereit? Die Hand, die oben ist, die zählt. Ich schreibe mit. Genau. Müssen wir beide die Hand heben oder eine Person? Eine Person muss die Hand heben. Die Hand, die gehoben ist, wird gezählt. Okay. Eine Hand vom Team zählt einfach. Ne? Ist egal, wer die hoch Ein hält. Team, eine Hand. Wir nehmen das hier mit dem kollaborativen Arbeiten sehr wörtlich. Okay, sind alle bereit? Okay. Der erste Fun Fact, der vielleicht noch nicht ganz so fun ist. Die älteste deutsche Hochschule existierte bereits bei der Gründung der Oxford University. Ist das wahr oder falsch? Wenn das wahr ist, hebt bitte die Hand. Gut, wir haben ein Ergebnis. Zwei Teams sagen, es ist wahr. Ist falsch. Heidelberg, die älteste deutsche Hochschule, wurde 1386 gegründet. Oxford existierte bereits im 12. Jahrhundert. Das bedeutet 10 Punkte für das Studieteam. Das bedeutet 10 Punkte für das Studieteam. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Fakt, der etwas funner ist: An mindestens einer deutschen Hochschule wird Quidditch als Sportart angeboten. Quidditch. Wer das nicht kennt, da hat man so einen Besen und einen Haufen verschiedene Bälle. Auch Harry Potter, hier Fantasy-Wissen wichtig. Kann man Quidditch spielen? Quidditch an einer deutschen Hochschule. Ich würde sagen, alle haben sich entschieden. Das ist wahr. Mindestens in Bielefeld und aber auch am KIT wird das angeboten mittlerweile unter dem Titel Quadball. Und ich vermute, es gibt auch spaßige Turniere. Ludwig, du zählst, ne? Sehr gut. Der dritte Fakt. 2023 konnte an einer deutschen Hochschule erstmals ein Seminar zu Taylor Swift belegt werden. Wie ist die Frage denn da reingekommen, Lea? Das ist mir da so untergerutscht. 2023 ein Seminar zu Taylor Swift an einer deutschen Hochschule. Darf ich noch zum Konzert, wenn ich das nicht richtig beantworte? Nein. Zwei Teams haben für Ja gestimmt. Es ist tatsächlich falsch. Es war die Uni Gent in Brüssel, neben anderen Hochschulen, auch mittlerweile in der Schweiz und in den USA. Deutschland liegt leider noch dahinter. Okay. Ludwig, rechnest du das eigentlich im Kopf zusammen oder gerade noch mal Grundrechenarten plus minus ausgeholt? Ich habe das hier aufgeschrieben. Ich dafür macht es ein bisschen spannend. Okay. Und okay. Ich verrate dann am Ende, wer wie aufgeholt hat. Okay. Der vierte Fakt. Besonders unzufrieden sind deutsche Studierende einer Umfrage zufolge mit den Gesundheitswerten ihres Mensa-Essens. Die Gesundheitswerte. Besonders unzufrieden sind deutsche Studierende einer Umfrage zufolge mit den Gesundheitswerten ihres Mensa-Essens. Ich sehe auf jeden Fall schon mal zwei Studierende, die es sind. Mhm. Die anderen sagen nein. Es ist tatsächlich wahr, der Bericht des Studierendenwerks 2022 zeigt, dass das die eine Sache ist, mit der die Studierenden am unzufriedensten sind. Noch mehr als mit dem Mangel an Sitzplätzen. 10 weitere Punkte für das Studi-Team. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Und wir haben eine letzte Fun-Fact-Aussage, und zwar die bisher längste Promotion. Wichtig, es geht jetzt um die längste Promotion.
der Welt, die an der Uni Konstanz eingereicht wurde, hatte mehr als 2000 Seiten. Auch hier wissen wir nicht, welche Fachrichtung. 2000 Seiten. In dem Fall wahrscheinlich eher nicht Mathematik. Du kennst manche Beweise nicht aus unserem Studium, ja. Geisteswissenschaftler aus Überzeugung. Okay, einmal bitte um Handzeichen, wenn ihr glaubt, es ist wahr, mehr als 2000 Seiten. Mehr als 2000 Seiten. Für eine Promotion. Für eine Promotion, nur einen Doktortitel. Okay. Ich glaube, niemand scheint zu glauben, dass das richtig ist. Ich guck nochmal. Studi-Team, habt ihr euch entschieden? Das oh! Große Pläne für die eigene Promotion. Also eine große Änderung. Es gibt nochmal Spannung. Lea, möchtest du auflösen? Ich möchte auflösen, Ludwig. Es ist wahr. 2200 Seiten. Und damit hat Ludwig gleich für uns den Endstand. Also, bevor wir gestartet sind mit der Bonusrunde, sah der Spielstand noch wie folgt aus. Das Team Hochschulforum mit 20 Punkten, das Team Community mit krassen 40 Punkten aus dem Gameboard und das Studi-Team mit 0 Punkten. Und jetzt sehen wir, also das Studi-Team konnte nochmal ordentlich aufholen in der Bonusrunde, aber macht sich das jetzt auch bei der Platzierung bemerkbar. Das ist hier wieder Eurovision Song Contest. Auf Ludwig. Dem ersten Platz landet mit 50 Punkten das Community-Team. Einen Applaus. Auf dem letzten Platz landet mit 40 Punkten das Team Hochschulforum. Zusammen mit dem Studi-Team, die gleich aufgezogen haben. Einmal bitte applaudieren. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich hätten wir uns für den Fall, dass es da noch ein Remis gibt, eine Stichfrage ausgedacht. Die holen wir jetzt heute nicht mehr raus. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei unseren tollen KandidatInnen bedanken, dass sie diesen Spaß mitgemacht haben. Bei meiner wundervollen Co-Moderation, Ludwig. Bei allen, die das hier möglich gemacht haben. Aber bitte noch nicht aufspringen und wegrennen, denn wir haben ja noch eine Preisverleihung. Hier geht es ja wirklich um was. Und zwar haben wir ja angekündigt, dass es den Titel Master of Campus geben wird. Und Kevin war heute unser Guardian of Diplomas, die ich hochoffiziell habe unterschreiben lassen von Ludwig und mir. Und wir können mit Stolz gleich einmal hier diese Campus Clash Diplomas verleihen. Und für das gewinnende Team haben wir natürlich auch noch einen weiteren kleinen Preis uns ausgedacht. Ich bitte einmal zu mir nach vorne unser Studi-Team, Lea und Philipp, einen großen Applaus. Die beiden haben heute einen Micro-Credential im Bachelor of Campus erlangt. Bitte schön. Bitte schön. Kann sich meine Mama jetzt an ja. Sehr gut. Auch diese Diplomas werden sich natürlich gerahmt in Gold. Ich bitte einmal zu mir Carlotta und Tina, die ebenfalls einen Micro-Credential erlangt haben. Und unser Gewinnerteam, bestehend aus Thomas und Thorsten, das heute den Master of Campus gewonnen hat, vielleicht ja nächstes Jahr verteidigt, wir wissen es nicht. Bitteschön, das ist eure Urkunde. Und es wäre ja hier keine Abschlussveranstaltung, wenn wir euch nicht auch eine Graduation Cap besorgt hätten. Ich habe noch keine aufgehabt, tatsächlich. Ich vermute, das muss nach hinten. Nee, das muss nach vorne, glaube ich. Das muss nach vorne. So wie es passt. Oh. Sehr schön. Sehr stilvoll, sehr elegant. Damit werden gleich auf jeden Fall noch Abschlussfotos gemacht, würde ich sagen. Und es wurde eben nach Hoodies gefragt. Wir haben natürlich noch Hoodies für euch. Leider konnten wir die Pinken heute nicht mehr kurzfristig organisieren, aber diesen wunderschönen Hochschulforum Digitalisierung Hoodie, den könnten wir euch noch besorgen. Bitte schön. Passt auch zum Hut, genau.
So, damit würde ich sagen, übergeben wir wieder an die wunderbare Lynn Friedrichs. Wir möchten euch danken für die Aufmerksamkeit, fürs wilde Mitgerate, für den vielen Applaus und freuen uns darauf, wenn wir im nächsten Jahr um die Titelverteidigung spielen. Und ich denke, der allerletzte Applaus, der gilt euch, unserem wunderbaren Publikum, das uns hier mitbegleitet hat und mit dem einen oder anderen Zuruf vielleicht auch ein bisschen ins Rätseln. Danke, das ist euer Applaus. Wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr.